Topfgucker TV empfiehlt. Liebe Baumkuchenfreunde, herzlich willkommen in der ersten Salzwedler Baumkuchenfabrik, in der ältesten Baumkuchenbäckerei in Salzwedel. Wir sind ein Familienunternehmen und backen nach einer Rezeptur aus dem Jahr 1807. Und jetzt würde ich Ihnen gerne zeigen, wie unser Baumkuchen hergestellt wird. Dazu müssten Sie mir folgen in die Backstube. Jetzt stellen wir die Grundmasse her für unseren Salzwedler Baumkuchen. Und das Wichtigste ist erstmal die Butter. Die Butter kommt in den Kessel. So, der Deckel zu. Erhitzt, ja. Und jetzt wird die Butter schaumig geschlagen. Dazu brauchen wir etwas Wärme, ja. Das dauert jetzt ein Weilchen. Für unseren Baumkuchen ganz wichtig, frische Eier. Und jedes Ei wird per Hand aufgeschlagen, damit wir das Eigelb vom Eiweiß gut trennen können. Dafür haben wir hier diese Schiene. Und jetzt sieht man, wie schön die Eigelbe und das Eiweiß sich trennt, weil es ganz wichtig, das Eiweiß muss ganz rein sein. Jede Hausfrau weiß das, sonst würde sich das nicht zu Schnee aufschlagen lassen, dann wird es nicht steif. Ne? Und wir müssen frische Eier nehmen und nicht wie von der Industrie diese in Tetra-Pack oder so, das schmeckt alles nicht. Es muss ein richtiges Ei sein. Dann bekommt man auch ein gutes Eiweiß. Wie viele Eier machen Sie denn da? 1200, zu Weihnachten natürlich mehr. Ja, zu Weihnachten müssen wir ganz viel Baumkuchen backen, dann müssen wir auch ganz viele Eier aufschlagen. Jetzt musst du der aufgeschlagenen Butter das Ei, zu jedem Kuchen gehören Eier, das Eigelb wird in die Grundmasse gegeben und mit untergerührt. So, Maschine wieder an. Eier und Butter werden verrührt. Ja, man sieht, wie es gelb wird, genau. Jetzt wird unser Mehl durchgesiebt, damit es wirklich ganz, ganz fein in der Grundmasse verarbeitet werden kann. Jetzt ist Nebel in der Backstube. Wir haben jetzt hier die Mehlmischung und darauf kommt unsere geheime Gewürzmischung, die jetzt mit der Grundmasse verrührt wird. Jawohl. So, nun wird die Grundmasse nochmal richtig gut verrührt und dann ist sie fertig. Jetzt ist die Grundmasse fertig und kann für die Bäcker aufgeteilt werden. Da es 1807 noch kein Backpulver gab, das kannte man damals noch nicht, hat man solche feinen Gebäcke wie Salzwedler Baumkuchen mit aufgeschlagenen Eiweiß gelockert. Und das sehen wir jetzt hier. Was Sie zu Hause mit einem Mixer machen würden, dafür haben wir hier unsere Anschlagmaschinen. Zum Eiweiß geben wir jetzt ein bisschen Zucker dazu, für den guten Geschmack. Ja, das sieht schon gut aus. So, und jetzt geben wir das frisch aufgeschlagene Eiweiß auf unsere Grundmasse. Jetzt
wird das frisch geschlagene Eiweiß unter die Grundmasse gehoben und so vorbereitet kommt die Masse an den Ofen. Einmal unterheben und ab zum Ofen. Um Baumkuchen backen zu können, brauchen wir eine Baumkuchenweizel. Unsere Baumkuchenweizen sind aus Buchenholz und 1807 hat man das schon genauso gemacht, wie wir das heute immer noch so machen. Die Baumkuchenweizel wird mit Papier und das Papier, damit es hält, mit einem Bindfaden umwickelt. So vorbereitet wird dann die Baumkuchenweizel in den Ofen gehängt und wir können auf dieser Papierschicht dann Schicht für Schicht auftragen. Das hier sind Sonderweizen, das sind Sonderanfertigungen, das sind Mini-Tafelkuchen zum Beispiel. Das sind 1, 2, 3, 4 Mini-Tafelkuchen. Das zeige ich Ihnen nachher nochmal. Und das ist ein Tafelkuchen. Man sieht, ein Kuchen noch ein Kuchen. Konisch, ja? Unten breit, verjüngt sich nach oben. Und das hier ist das Größte, was wir backen. Das ist ein Ministerkuchen, sagen wir dazu. Der ist unten breit, verjüngt sich nach vorne, da wird die ganze Walze runtergeschoben. Den können wir allerdings nicht mehr versenden, sondern so ein großer Kuchen muss abgeholt werden. Als erstes werden auf der Baumkuchenwalze Baumkuchenringe gesetzt. Wenn der Bäcker die Baumkuchenwalze mit den Ringen eingeteilt hat und das Ganze das erste Mal abgebacken ist, dann kommt die nächste Schicht drauf. Jetzt wird Schicht für Schicht abgebacken. Bis 1960 hat mein Vater noch mit Holz gebacken. Er kennt das noch. Damals wurden Holzscheite hinter der Baumkuchenweizen gestellt und dann musste mit Holz gebacken werden, mit Buchenholz. So, jetzt wird eine Schicht abgebacken. Und dann werden die Ringe nachgesetzt, die man dort sieht, die einzelnen Ringe, damit der Baumkuchen seine Form behält. Und dann kommt die nächste Schicht drauf. 10 Schichten werden jetzt übereinander abgebacken. Und das handwerkliche Können des Bäckers besteht nämlich darin, den Baumkuchen auf der Walze zu behalten. Denn man sieht ja hier, wir backen nicht in einer Form, sondern um die Form herum. Das ist die Kunst, den Kuchen dann auch auf der Walze zu behalten und abbacken zu können. Schicht für Schicht muss ich schön miteinander verbinden und abbacken. Jetzt sieht man schon, wie es schön braun wird. Muss der Bäcker schön aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Und nun kommt die nächste Schicht drauf. Und man sieht, wie schön fluffig auch die Masse ist. Das kommt durch dieses aufgeschlagene Eiweiß. Kommen da auf den Teig? Also in einer Baumkuchenweizen sind circa 30 Eier. Jetzt sieht man auch richtig schön die Zacken vom Salzwedler Baumkuchen. Das ist das Typische am Salzwedler Baumkuchen. Er darf wild wachsen, sagen wir dazu. Man kennt sonst die Baumkuchen immer nur schön glatt abgedrechselt, aber das Typische am Salzwedler ist dieses wild gewachsene. Dieses Krugelige, ja? So, unsere Baumkuchenrohlinge müssen jetzt auch überzogen werden. Und 1807, da kannte man noch keine Schokolade. Man hat damals die Baumkuchen mit dieser Fondant-Glasur überzogen. Das hat sich Herr Schernikau einfallen lassen. Das machen wir heute noch genauso. Das ist also unsere Ursprungsglasur vom Salzwedler Baumkuchen. Man sieht so jetzt, die Fondant-Glasur kommt in die Wanne. Rühren wir einmal kurz durch. So, die Baumkuchenrohlinge, die ja nun abgebacken sind, da nehmen wir jetzt eine Baumkuchenwalze
und glasieren sie mit Fondantglasur. Immer schön gleichmäßig drüber gießen, nicht zu dick und nicht zu dünn. Handwerkliches Können. Dann darf das rechts und links runterlaufen. Wunderbar. Und so kriegen wir einen weißen Kuchen. Wichtig, die Zacken, die müssen wir ein bisschen mit dem Finger ein bisschen nacharbeiten. Da entstehen immer Luftlöcher, damit er richtig schön zu ist. Und somit kann der Baumkuchen-Rohling nicht austrocknen. So, nun darf er ein bisschen abtropfen, nun muss ab und zu gedreht werden. Und das ist die Ursprungsglasur, so haben wir das schon 1807 gemacht. Und das machen wir heute nicht anders. Hier sind wir in der Schokoladenabteilung. Das sind unsere Temperiergeräte, die bringen unsere Schokolade auf Temperatur. So, und jetzt müssen wir die Schokolade für den Baumkuchen vorbereiten. Damit wir auch die richtige Temperatur haben für unsere Baumkuchen, müssen wir die Schokolade tablieren, nennen wir das. Die kommt auf den Tisch und wird auf Temperatur gebracht. Und so sieht das Ganze aus. Damit wir nachher einen schönen Glanz erhalten. Es geht um die Temperatur und die Qualität der Schokolade. Die Schokolade wird in den Temperiergeräten gerührt, dann kommt sie auf den Tisch, um auf Temperatur zu kommen. Und dann haben wir eine richtig, richtig gute Schokolade. Also da muss man ein Gefühl für entwickeln, für Schokolade machen. Das geht nicht so von heute auf morgen. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und Nicole hat es. Ja, sie macht gerne Schokolade. Ja. Mhm. Nicole ist unsere Schokoladenexpertin. Ja. Und alles, wozu man Freude hat, das wird dann auch sehr gut. So. Jetzt holen wir uns einen Baumkuchen-Rohling. Hängen den auf den Sticken. Und nun können wir glasieren. So, und jetzt wird der Baumkuchen mit der vorbereiteten Schokolade glasiert. Die Walze muss immer schön gedreht werden, damit die Schokolade überall hinkommt. Und somit färbt sich jetzt die ganze Baumkuchenwalze mit Schokolade ein. Noch ein bisschen abtropfen lassen und dann ist die erste Schokoladenwalze fertig. Mit Zartbitterschokolade. Es gibt aber auch, wir glasieren auch mit Vollmilchschokolade und weißer Schokolade. So, jetzt bringen wir die glasierte Walze in den Sticken zurück und hängen sie dort ab, dass sie in Ruhe trocknen kann. Jetzt ist die Baumkuchenwalze glasiert und trocken, also fertig. Und nun können wir die Baumkuchen runterschneiden. Und nun müssen wir gucken auf unserer Bestellung, die wir bekommen haben, welchen Baumkuchen der Kunde haben möchte. In diesem Falle ist es ein 3-Ringer Vollmilchschokolade. Also schneiden wir 3 Ringe. Die Baumkuchenwalze ist ja in Ringe eingeteilt. Das sind jetzt 1, 2, 3 Ringe, wie man sieht. So, voilà, ein 3-Ringer Vollmilch. Jetzt kommt ein 2-Ringer Vollmilch. Und dann ist es die Kunst, dort wieder anzukommen, wo man angefangen hat zu schneiden. Jetzt sieht man wunderbar bei dem aufgeschnittenen Baumkuchen seine Namensgebung, denn wir sehen jetzt hier wunderschön die abgebackenen Schichten. Ja? Das ist keine Schokolade, wie manche Gäste meinen. Nein, das sind die abgebackenen Schichten. Und das sieht aus wie eine aufgeschnittene Baumscheibe mit seinen Jahresringen. Dann weiß man, das ist ein echter. Individuell kann man unseren Baumkuchen auch geschmückt bestellen. Also hier ist es zum Beispiel zu einer Konfirmation. Da hat ein Kunde einen Baumkuchen in Fondant bestellt mit dem Schmuck zur Konfirmation. Und dann wird das per Hand bei uns mit solchen Marzipanrosen und einem Büchlein und der Schrift dann geschmückt. Also ganz individuell kann man dann seine Wünsche äußern und so auch so einen geschmückten Baumkuchen sich schicken lassen. Das sind unsere zusammengepackten Bestellungen.
Die Baumkuchen sollen übermorgen beim Kunden sein. Und hier wird zusammengepackt, was ins Paket soll. Und er muss gut ausgestopft werden, damit er dann auch heile beim Kunden ankommt. Und somit kommt jeder Baumkuchen an die richtige Adresse. Ab ins Paket, schön ausstopfen. Unsere Baumkuchen werden der größte Teil hier in Deutschland verschickt, aber sie gehen auch in die ganze Welt, auch ins Ausland. Denn viele haben im Ausland ihre Kinder und nehmen unseren Baumkuchen als wunderschönes Geschenk aus der Heimat. Fertig. Nun kann er auf die Reise gehen. Sie haben sich jetzt einen Baumkuchen schicken lassen und jetzt ist er zu Hause in Ihrer Küche. Sie haben ihn ausgepackt und jetzt müssen wir als allererstes einmal das Papier und den Bindfaden entfernen. So, das schmeckt nämlich nicht. Und dann können wir den Baumkuchen aufschneiden. Dazu habe ich ein extra Baumkuchenmesser ohne Zacken, ein schönes, breites, handgemachtes Messer. Und wir schneiden den Baumkuchen nach überlieferter Schneidweise in Schollen ab. Also wir setzen das Messer an und schieben es in eins durch, nicht zurückgehen, sonst nimmt man eventuell die Glasur mit ab. Also in eins rutscht durch, schön mit Schwung. Man sieht schön die Maserung, man muss mit der Maserung schön mitgehen. So. Jawohl. So. Und kann es schön auf dem Teller fächerartig anrichten. Das sieht sehr gut aus und vor allen Dingen schmeckt es sehr gut. Und jetzt können wir noch ein paar Baumkuchenspitzen dazulegen. Perfekt. Tasse Kaffee oder Tee und dann guten Appetit. Liebe Baumkuchenfreunde, recht schönen Dank für Ihr Interesse an unserem Baumkuchen. Nun haben wir gesehen, wie er hergestellt wird, vom Backen bis zum Versand, bis er verschickt wird. Und ich würde mich freuen, wenn Sie hier in unserer Baumkuchenbäckerei Hennig in Salzwedel uns besuchen kommen. Kommen Sie in unsere Backstube und schauen Sie sich alles an. Und wenn Sie einen Baumkuchen sich zuschicken lassen möchten, da Sie ja wissen, es gibt unseren Baumkuchen in keinem Laden zu kaufen, dann können Sie auf unsere Internetadresse www.baumkuchen-salzwedel.de sich einen aussuchen und bei uns bestellen. Und dann lassen Sie sich's gut schmecken. Haben Sie jetzt hierzu noch eine Frage? Doch, wie schmeckt das? Alle Rezepte und Videos mit der Topfgucker-App in deinem Store oder unter www.rezepteaufvideo.de.